Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf W60, denn dort wollen wir heute noch ein paar Dungeons versuchen zu clearen mit unserem neuen Equipment, was wir durch den legendären Dungeon erhalten haben. Ihr seht bereits schon, ja, wir haben überall legendäre Gegenstände bekommen, außer das Wichtigste, das fehlt uns leider. Es ist genau wie auf dem Main, uns fehlt einfach die Waffe. In diesem Dungeon soll es einfach mit den Waffen nicht gewesen sein. Obwohl, wir haben auf W50, auf dem Krieger haben wir eine ganz gute bekommen. Da kann ich nicht meckern, aber ansonsten auf dem Main und auf W60. Auf W60 wirklich das einzige Item, was uns noch fehlt, hier fürs Full Leggy Equipment. Das ist das einzige Item, was wir nicht haben, die Waffe. Und das ist halt wirklich das, was am meisten dann halt auch wirklich bringt. Ne? Ja, schade. Kann man nichts machen. Haben wir leider bisher nicht bekommen. Wir haben es heute Tag 37 von 200, wir sind jetzt Stufe 260 derweil und ja, es geht auf jeden Fall voran, würde ich sagen. Gildentechnisch sind wir auch gut am Start, wir haben jetzt hier 49 von 50 bald fertig, haben jetzt den 50. gerade hier in der Mache, in der Irrenanstalt sind die Jungs auch gut am Pushen auf jeden Fall und in der Ehrenhalle stehen wir gar nicht mal so schlecht da, Top 10. Auf dem Server ist, denke ich mal, auch vollkommen fein. Und ja, wir werden mal versuchen, was wir heute noch so mit unserem neuen Equipment erreichen können. Wie gesagt, es ärgert mich, dass wir leider die Waffe nicht bekommen haben, aber so ist das halt. Ja, nichtsdestotrotz haben wir ja gute Chancen jetzt bei der ein oder anderen Etage, die ja, wegzumachen. So, ich habe hier nebenbei SF-Tools offen. Ich hatte mir das mal so ein bisschen abfotografiert, damit ich das nebenbei auf habe. Also hier die Chancen sind schon relativ hoch, sag ich mal. Und da geht, denke ich mal, das ein oder andere Level geht da bestimmt klar. Den Tower mache ich zu allerletzt, also den Märchenturm, weil da kommen wir, glaube ich, somit am weitesten. Und ja, das gibt so viele Items, da müssen wir mal gucken, was wir nachher nehmen und was nicht so. So, aber wir fangen mal an mit dem grausligen Goblin, grausligen Gremlin, sorry. Der hat eine Chance von 5,69%. Den sollten wir, denke ich mal, besiegen. Und den anderen Gegner hier in der Schattenwelt, das sollte, denke ich mal, auch kein Problem sein. Wie die Gegner danach aussehen, wenn wir die besiegt haben sollten, das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Und da haben wir schon den, ja, den Endboss hier. Den grausigen Gift-Gremlin haben wir hier am Start. Mal schauen. Oh. Huch. Ja gut, der war sehr leicht auf jeden Fall. Dann schauen wir mal einfach nach dem Skorpion hier. Der Skorpion. Auch definitiv machbarer Gegner. Und damit haben wir hier schon fast das erste Level-Up zusammen. Tatsächlich durch die Gegner in der Schattenwelt. Und das sind halt jetzt nur die in der Schattenwelt. Also nur die. Wir haben ja auch noch in der Lichtwelt was. Und ja, im Wirbelwind habe ich mir auch mal so den ein oder anderen Gegner gesnackt. Weil wir dort dieses, ja, also dieses Wirbelwind-Ding, also Hexen-Event, hatte ich ja eigentlich darauf gewartet, dass wir Hexen-Event nutzen können für die Wirbelwind-Gegner. Aber da müssen wir halt erst warten, bis die Hexe irgendwie alle Verzauberungen hat oder so. Das hatte ich selbst so noch nicht mitgemacht zum Serverstart mit Hexen-Event und so. Ja, deswegen ist das für mich auch neu gewesen, auf jeden Fall. Aber ja, deswegen hatte ich da schon ein paar Gegner auch schon besiegt. So, was haben wir denn hier noch? Intelligenz. Ja, plus 14 können wir nicht gebrauchen. Nee. Okay, Geschick. Ja, plus 20 ist jetzt auch nicht so der Knüller. Wir schauen mal erstmal, bevor wir in die Lichtwelt gehen, ob in der Schattenwelt hier... Ja, da geht noch mehr. Sehr schön. So, wenn der liegt... Dann haben wir den 5. von 10, das heißt wir können, jawohl, Alter, das läuft ja hier. Wir können automatisch auch den nächsten Dungeon in der Schattenwelt freischalten, indem wir einfach ein paar Skips in der Mine machen und hoffen, dass wir da den nächsten Schlüssel bekommen. Dann schauen wir mal, das sieht ja, das sieht echt ganz gut aus. 7., der 8., ja,
ist schon ein Häkchen drin, 5 von 10, ne? Mal schauen. Wir gucken erstmal, was der Höllenzyklop sagt hier. Und ja, in der Lichtwelt, wie gesagt, haben wir auch noch ein paar Gegner, die wir besiegen können. Aber erstmal widmen wir uns hier mal der Schattenwelt. Und dann, ja, nice, Alter, das läuft sehr gut. Feuerelementar, Magier auch, ist vielleicht auch wirklich machbar. Und ja, es ist schade. Also mit dem neuen Equipment, wir kommen sehr weit, wie man hier sieht. Wir haben wieder ein paar Level erreicht dadurch. Aber ja, die Waffe würde halt noch mehr ausmachen. Und jetzt, wo wir so viele Level auch gemacht haben, wäre die Waffe auch noch deutlich besser als vorher. Also jetzt würde es sich gerade noch am meisten lohnen. Aber ja, naja, soll nicht sein. Soll nicht sein. So, ich glaube, hier machen wir erstmal ein kleines Päuschen. Denn das ist ein Krieger, das ist erstmal, der blockt erstmal hart. Dann schauen wir mal als nächstes in Hermoridor. Das Troll-Trio, das soll noch relativ easy sein. Mal gucken, wie es aussieht. Ja, sehr schön. Hat noch nicht so viel gebracht an Erfahrung, aber auch der nächste Gegner liegt sofort. Und der scheint sich jetzt wieder hier ein bisschen zu zieren. Ja, also wir schaffen auf jeden Fall heute ein bisschen was. So, dann haben wir im Drachenhort das Drachenbaby, was wir hier auch attacken können von der Side of Life. Mit ganzen geschlagenen 4% sollte das auch relativ schnell liegen. Das sind alles Gegner, die bringen jetzt noch nicht allzu viel XP ein. Aber Kleinvieh macht natürlich auch Mist. So, und zum Schluss schauen wir nachher nochmal. Sehr schön. Mal schauen, wie der nächste aussieht hier. Zum Schluss schauen wir mal in den Märchenturm rein, dass wir da noch die eine oder andere Etage eventuell auch noch clearen. Jetzt ist als nächstes machbar Hannes der Kontraktor. Das ist ein Dungeon, der lohnt sich. Der gibt nämlich 300 Millionen XP. Wenn wir den besiegen sollten, dann scheppert das ordentlich rein. Wir sind jetzt 264. Könnte sein, dass wir direkt auch zwei Level aufsteigen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Mal schauen, wie es aussieht. Der sollte eigentlich machbar sein. 265, fast 66. Hat nicht ganz gereicht, aber nice. Gute XP gegrindet hier, ja. Und die Level steigen auf jeden Fall mit. Was haben wir angefangen? Ich glaube mit 260, ne? 5 Level jetzt gemacht. Das ist doch ganz nice. Dann schauen wir noch mal ganz kurz, wie sieht es eigentlich hier aus? Achso, der hat 100%. Na gut, dann wird das kein One-Shot. Ich würde ganz gerne den Wirbelwind ein bisschen hier mal attackieren, damit wir noch 266 schaffen. Und dann gehen wir mal in den Märchenturm rein und besiegen da noch die eine oder andere Etage. So, komm, den nehmen wir noch mit. Und dann haben wir hier das Level-Up gleich. Na komm, gönn. Da haben wir es. Sehr schön. So, oha. Kundschafterwaffe. Können wir das gebrauchen? Ja, die Spanne ist halt nicht gut. Der Durchschnittsschaden ist schon besser, deutlich. Ja, Werte auch an sich, aber leider gefällt mir die Spanne nicht. Und die Spanne ist tatsächlich schon ein Stück weit wichtiger, würde ich sagen. Okay, das können wir auch nicht gebrauchen. Weg damit. Das auch nicht. Und die ganzen Int-Sachen, die brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Gut, machen wir das erstmal weg und die Waffe zerlegen wir auch. So, schauen wir mal in den Märchenturm. Da geht bestimmt einiges. Mal gucken, wie viele Etagen hier gehen. Vielleicht ist jetzt auch nur die eine, die so krass ist, ne? Also, ja, aber mal gucken. Oh, dass man hier nicht direkt durchskippen kann, ne? Das ist aber auch wirklich absolut nervig. Am meisten nervt mich das im Wirbelwind, weil man da so viele Etagen hat. Immer wenn man eine geklärt hat, man kann nicht direkt durchentern, man muss auf manuell nochmal mit der Maus auf Weiterklicken. Das ist sehr nervig. Es sei denn, es gibt irgendeine andere Möglichkeit, von der ich noch nicht Bescheid weiß. Ja, okay, also ist auch relativ schnell Schicht im Schacht. Aber wir haben ja jetzt schon ein bisschen was geschafft, ne? Wir haben ja jetzt schon ein paar Level gemacht. Aber im Märchenturm soll es, glaube ich, erstmal auch noch nicht weitergehen. Oh, ein kleinen Spam hier hingelegt, ne? Nein. Okay, dann gucken wir mal, was wir bekommen haben hier an Beute. Das können wir schon mal tauschen. Das ist, denke ich, mal in Ordnung. So, Mütze.
Ah. Nehmen wir auch mit. Steingewinnung. So. Wir haben ja noch nicht in die Schattenwelt geschaut. Wir können ja auch noch. Oh, plus 77, aber weniger Rüstung. Das muss ich mir nochmal überlegen. In der Schattenwelt können wir auch den nächsten Dungeon freischalten. Ich weiß allerdings nicht, ob der. Ja, weiß ich nicht. Ob sich das so lohnt, den freizuschalten. Weil ich keinen Plan habe, wie stark der ist. Das skippen mal einmal rein, das sollte nicht sein. Ja, perfekt. Ah. So viele Pilze will ich eigentlich gar nicht ausgeben. Ich frage mich mittlerweile, das ist 400. Eigentlich könnte man schon fast die normalen Steine, die Endsteine hier schon nehmen. Die sind, würde ich schon fast sagen, besser wieder als die schwarzen Steine, die wir bekommen haben hier durch das Black Friday Event. Ja, Das könnte man sich natürlich auch rausrechnen mit SF-Tools, was da mehr Sinn macht. Ob man hier die schwarzen Steine nimmt oder jetzt wieder die normalen, auf die normalen umswitcht. Am besten wären natürlich die orangen Steine, aber dafür haben wir noch zu wenig Einträge, denke ich mal, im Sammelalbum. Ja, aber bevor wir hier irgendwas machen, machen wir mal erstmal noch hier das Glücksrad fertig. Bevor wir das hier noch vergessen, weil. Das sollte man natürlich auch jeden Tag drehen. Vor allen Dingen jetzt hier, wo wir 40 Mal am Stück drehen können. Das scheppert natürlich auch nochmal ordentlich, ne? So. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir hier für die heutige Episode von W60, glaube ich, soweit erstmal durch. Wir haben 6 Level geschafft in der Folge. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Und bringt uns auf jeden Fall einen Schritt näher an unser Ziel. Dass der Bart dann vielleicht eventuell doch nicht abkommt. Ne? Gut, ja, Leute, das war es soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.